So, und damit hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge hier im Project Cars. Heute fahren wir auf der Circuit des Bas-Franchon in Belgien, der Formel 1 Strecke. Oder auch der Strecke für das LRP-Rennen. Denn ich fahre mal LRP2 im Orica 03 in Nissan. Wir haben im letzten Mal 10 Minuten Qualifying und eine Viertelstunde das Rennen. Bin ich mal gespannt. Bin diesen Wagen jetzt gefühlte 5 Minuten gefahren. Aber er fährt sich geil. Er fährt sich einfach richtig geil. Wir fahren um 5 Uhr morgens. Sehr früh, aber wird ja noch ein bisschen heller im Spiel. Das ist die schöne Strecke. Ich liebe es mal einfach. Auch in Forza. Es war eine richtig, richtig geile Strecke. Ist einfach traumhaft. Trotz der 7 Kilometer fährt da die Formel 1, glaube ich, so 1,50. Das ist schon hart, ne? 7 Kilometer mit den ganzen Kurven, das ist nicht schlecht. Ich bin vorhin gefahren, glaube ich, nur 2,10 ungefähr. Naja, wir fahren mal raus. Ich habe extra einen Wagen gewählt mit offenem Cockpit aus. In dem Punkt, man sieht einfach mehr. Geschlossen wäre auch geiler gewesen. Aber offen, man sieht halt viel mehr. Und ihr seht auch viel mehr. Das ist nämlich besser. So. Komm aus der Box raus, mein Freundchen. So. Nicht mal eine Scheibe, ja, was sonst. Ein bisschen dunkel, aber sieht richtig schön aus, finde ich. Ich bin 29 Gegner, auch alle fahren LMP2. Aber andere Autos sind auch erlaubt. Oh Gott. Jetzt wird es jetzt ungewohnt, ne? Ich bin halt in Forza 6 keine LMP2 gefahren. LMP1. Von dem her habe ich hier Heckantrieb, 462 PS, V8. Turbo weiß ich gar nicht. Ich glaube, die dürfen auch ohne. So, lange, lange gerade in Le Mans. Und ja, oh Gott. Bremsen. Ja, Reifen sind noch kalt auf jeden Fall. Strecke nicht mehr so bekannt. Der Wagen hat irgendwo gewohnt. Oh nein, schon bremst. Aber ich habe jetzt Regen nicht eingestellt. Das sollte euch, glaube ich, ersparen. Nicht mehr auch. Regen muss nicht sein. Auch nicht in der nächsten Folge. Weil dann wird es noch schneller werden. Schon mal Spoiler, wir fahren in der nächsten Folge wahrscheinlich Catalunya mit Formula A. Deswegen, da kann ich Regen nicht so gebrauchen. Formel 1. Viel zu weit raus. Das ist nur erstmal die erste Übungsrunde. Das erzählt ihr noch nicht. Aber geiler Sound finden. Hört sich gar nicht wie so ein V8 an. Ich hätte eher so auf V6 getippt. Bevor ich es wusste. Und bei der Info stand V8. Okay, glaube ich jetzt mal. Top Speed angeblich 306. Ich weiß nicht, wo die herholen soll. Oh, naja. Vielleicht auf Le Mans. Da erklärt die Geschwindigkeit vielleicht. Wie auf Spa, aber weit nicht. Fehlt noch ein ganzes Ende. Ui. Da muss ich mal ein bisschen gegenlenken. Oh, es sieht schön mit Lenkrad hier in Project Cars, muss ich echt sagen. Fährt sich richtig, richtig angenehm. Ja. War nicht ganz Vollgas. Ich will kurz das Gas lüpfen. Oh, ein bisschen früh gebremst. Warum habe ich gesagt? Oh, da kann das halt mal kurz. Hallo, mein Freund. So, die erste Runde geht's jetzt. Zufrieden. Vielleicht eine 2,8, 2,7. Das wäre schon, glaube ich, nicht schlecht. Für mein Erfinden. Ich weiß nicht, was die Autos hier auf der Strecke fahren von der Seite oder was gut ist. Mein KI ist wieder mal auf 50 gestellt, wie beim letzten Mal. Da habe ich nichts erhöht oder nicht mehr gemacht. Immer so gelassen. Ja, die Ruhestück kann man vielleicht sogar voll nehmen. Ich traue mich noch nicht ganz. Das Problem. So, das ist der Gang. Ist gerade schon wieder ein bisschen heller. Was mir sehr gefällt. So, lange, lange gerade hier. Kugel 260 kriegen wir drauf. 269. Ein bisschen früh gebremst. Ich war noch ein bisschen vorsichtig, ich weiß. Heute auch ein bisschen Eingewöhnungszeit. Das ist nur das Qualifying, ne? Das soll auch schon passieren. Ich sag mal, was war denn mein Rennziel? Also besser als 9. wäre schon mal nicht schlecht. In der letzten Folge. Ja, aber ich sag mal so, keine Ahnung.
Das hätte ich jetzt nach dem Qualifying einschätzen können, glaube ich. Wo ich so ungefähr liege und was da vielleicht noch drin ist. Immer jetzt so im Mittelfeld, also so zwischen 10 und 20. Ist das realistisch? Ich glaube schon. Und ich wäre erst da am schönsten, aber das bezweifle ich. Dass ich auch da wäre. Die Runde bis jetzt war schon mal nicht so schlecht. War ein bisschen langsam, aber ein bisschen Sicherheit muss ja auch sein. Ich kann auch auf Risiko, weil wenn du dich erstmal hier irgendwie wegdrehst und so und wieder auf die Strecke finden willst, das ist richtig scheiße. Das dauert Ewigkeiten. Die beste Zeit wieder bei 2. Echt, war das so gut? Das ist gar nicht so gut angefühlt. Ja, rum, so. Bisschen lang wieder. Ja, guck mal, das ist Vollgas, easy. Ja, schön gebremst. Das gibt's doch nicht. Oh, das kann ich. Das ist aber auch. Die Kurve ist ziemlich fies. Sorry. Guck mal von ihr auf die Strecke. Ja, das weiß ich. Oh, das ist so eine gute Runde eigentlich. Mann, ey. Dann nächste Runde vielleicht. Folge, Mann. Ja. So geht das nicht. Ey! Wie wurscht der ist. Ah, da geht die Vollgas. Ich bin anscheinend eine Runde von David irgendwas für uns oder so. Komm. Die Runde war so gut eigentlich, oder war eigentlich in Ordnung. Und dann gedreht in der letzten Kurve, das war blöd. Spät. Aber gerade so. Gerade so war das. So wieder dunkler oder kommt mir das nur so vor? Das kann ja nicht mehr dunkler werden. Es ist ja 7 Uhr morgens. Dann wird es endlich immer heller. Das sieht gerade irgendwie ein bisschen dunkel aus alles. Naja. So. Ja, links hier. Also die KI bin ich schon mal ein bisschen schneller. Ich kann mich da schon so ein kleines bisschen absetzen von den Hindernissen zumindest. Wenn ich wüsste, welche Zeiten die fahren. Das wäre dann doch eine kleine Hilfe. Immer so, oh, 30 Sekunden besser als die, würde ich mal sagen, pro Runde. Ja, warum? Wow. Ist doch nicht gut. Aber wenigstens eine Runde erstmal fahren, ne? Wo die Zeit zählt. Das Polyfan ist auch nicht mehr so lange. Wenn wir es noch diese Runde schaffen, dann die nächste vielleicht noch. Ich glaube, 2 wird knapp. Ja. Runde war so lala. Jetzt bitte vor Ziel, Fabian. Am besten ist unterlassen, sich zu drehen. Das wäre schon sehr vorteilhaft. Ja, scheiße, genau, das weiß ich. Ja, ich meine 2,7. Ja gut. Jetzt wird die Zeit nicht. Ja, welche Uhrzeit bin ich überhaupt gefahren? Das ist hier woanders bei dem Rennen, aber wie? Hier hatten wir Zielgeraden wie bei der Formel 1. Die kenne ich. Hier haben wir die Autos, die fahren anders. Die war gerade erst auf der nächsten Gegengeraden. Und ich fand, war schon mal richtig scheiße. Weiß ich so, ich verstehe nicht warum. Ich verstehe absolut nicht warum.
Schlecht die Kurve. Die Bahn auch nicht schlecht. Das ist nicht gut, Fabian. Fährt man nicht so gut. Hat man sich so gehört. Ja. Schön Vollgas. Ah, so ein bisschen spät. Soll ich auch noch nach zu Ende fahren? Ich hoffe doch. Ich hab Glück, wenn nicht. Okay, letzte Runde. Perfekt. Also jetzt nochmal alles geben. Bei 30 von 30 hier, ja, das ist nicht so gut. Ich habe so gehört. Bei 6 schalten wir auch nicht schlecht. So. Meine Hasskurve gleich wieder. Spät gebremst, das war in Ordnung. Nein. Naja. Eine 4. Der Schuld auf der Skala, aber die Kurve eine 4. So. Schlechte Runde, ne? 3 Minuten? So. 11. Na Mensch. Guck ich mal kurz, was der 11. war. Ja, der 11. bin ich logischerweise. Du bist doch ein Genie. Also erstes gefahren, ne, 2:31.180. Der Fabio Ribeiro de Castro. Okay. Dann ich habe, ne, 2:33 war das. Ich war schon über 2 Sekunden schlechter. Auf dem letzten, auf dem 30. Die sind gefahren. Eine 2:38. Schon in der Motorstelle, ne? 2:38, 2:31 sind 7 Sekunden. Schon nicht schlecht, aber wir machen weiter. So, wir kommen zum Rennen. Remember mate, you need to focus on those lights and nail the stars. Ja, stay safe and see if we can take some of these guys off the grid. Das war ganz gut. Ja. Ja. Warum kriegt ihr den noch? Hello, my friend. It's me. Das habe ich weiß. Tut mir leid. Keine Gar. Ey! Keine Lektion. Immer noch 8 da. Boah, der Start ist immer so aufregend, finde ich. Also mega angespannt. Mit so vielen Leuten auf so einer in dem Zeitpunkt relativ engen Strecke. Das kann brenzlig werden. Was er vorhin sehr gut gesehen hat. Ja, schon außen überholt. Ich finde die erste Runde war gar nicht mal so schlecht. Möglicherweise besser gefallen jetzt als im Qualifying. Alter, das war knapp. Ich wollte aber nicht hinten drauf fahren. Ne, die Kurve muss ich noch lernen. Puh, aber meine Güte. Das ist anstrengend. Obwohl es jetzt nur noch LMP2 ist, ne? Ist doch nicht LMP1, da weiß ich, welcher noch kommt einzuhaken. Das ist halt doch viel anstrengender, finde ich. Habe ich besser genommen, auf der Endplatz, oder ist der Endfrei?
Hallo. Gas ist rechts, mein Freund. Ah. Ein Platz. So. Nach Fünfter. Das war ganz gut bisher. Ah, hier ist schon gut. Try and stop this guy getting underneath you. Cover that inside line. Er macht mega viel Spaß. Ich bin noch halbwegs hergefahren bis jetzt. Ja, das war dumm. Deswegen, alles klar. Ich war einfach mal gerade dumm. Ich war irgendwie gerade total blackout. Und passiert sowas. Elfter. Kommt mir bekannt vor. Naja. Weiter kämpfen, dann kriegen wir das hin. Top 10 wäre nett. Ein bisschen weit außen vielleicht. Sonst halt ungültig, ist mir scheißegal. Ja, Top 5 sind die auch drin? Eigentlich schon, ne? Also wenn ich jetzt keine weiteren Unterländer brauche. Was ich logischerweise nicht ausschließen kann. Ich habe was so wie für meinen Freund. Nein, alles gut. Sehr schön. Das war knapp, Alter. Das war echt nicht gut. Aber noch besser als der rechts hier. Den weißen. Hallo, ich brauche auch Platz, mein Freund. Danke. Alter! Das war jetzt richtig scheiße. Da konnte ich auch, glaube ich, nichts für. Ja, erst los, Fabian. Ich glaube, das ist einfach nur. Ich weiß nicht. Ich glaube, es war seine Schuld. Ja, komm, wir schaffen. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war wirklich seine Schuld. Wenn viel weit außen kann ich auch gar nicht fahren. Eine Kurve. That was a sweet move. Great stuff. Das war richtig knapp gerade. Mann! Hab ich nicht gesehen? Was soll das jetzt gerade in der Runde? Das ist eventuell so ein bisschen Karosserie geflogen, wie man gesehen hat. Ist da Platz haben müssen oder nicht? Und dafür kann ich jetzt halt wirklich nichts. Ich meine, ich war da links. War eigentlich auch erst genug Platz. Aber dann, ja, hat er anscheinend zugemacht. Ja, ich weiß. Nicht die Strecke lassen darf. Das war nicht immer einfach. Der 17 da. Hälfte rum. Ah,
Das geht nicht ganz voll. Das kann das Gas ein bisschen Kurbel nur so halb drücken oder so. Aber voll Gas traue ich mich nicht. Und dafür die nächste auf jeden Fall. Die geht mittlerweile voll was. Das ist eigentlich gerade so ein mechanischer Schaden an. Dann ja, wäre es nicht gut, weil bei den Unfällen hat der dritte Motor, ich weiß, aber ist ja nicht so gut mit dem Auto. Ui. Naja, great. Finde ich jetzt nicht so, wenn du meinst, gut, dann war es great. Rechts einfach mal. Ja, doch nicht. Okay. Ich kann da rückleuchten, finde ich. Sind sehr sexy. Ja, schon in den Windschatten gehen. Sollte ich welchen kriegen, denke ich mal. Bringt aber nicht viel. Aber doch ein bisschen schon. Nein, nein. Ist auch wieder ganz knapp. Ja, mein Platz, Freundchen. So ein bisschen aggressiv muss ich auch fahren. Hier ist eure Gelegenheit warten, wie die gerade eben. Alles klar, danke. Check. Meine Schuld. Dafür kann ich gleich nichts. Ich war auch ein bisschen zu unruhig. Der 16er geht gar nicht. Vielleicht können wir es bestimmt wieder. Great work, great move. Great move? Naja. Auf keinen Fall war das ein great move. Das ist viel mehr drin eigentlich im Rennen. Also Platz 10 bis 5 wäre auf jeden Fall drin gewesen. Wäre jetzt mit Platz 10 auch noch schwer. Einfach 5 Minuten. Das ist glaube ich echt schwer. Alter, was bremst du denn so früh? Mein Gott! So, sorry. Wieso bremst du so früh? Was soll das? Ich will später bremsen. Sag ich nicht zu? Das war eigentlich aus meiner Sicht ihr Platz. So gut. Ein bisschen Controller bewegen. So. Dass es nicht ausgeht. So ohne Ton fahren wäre nicht so gut. Und richtig bremsen wir auch mal ganz gut. Fünfzehnter. Wenigstens 10. Das wäre jetzt mein Ziel noch. Letzten 10 Minuten ungefähr. Oder 3 wohl eher. Hier oben wird wieder ein bisschen auf. Oh ja.
Hallo. Wie weit links soll ich denn bitte noch fahren, mein Freund? Wie weit links soll ich bitte noch fahren? Ich war schon am Körper eigentlich, bei so am Rand. Weiter links geht nicht. Das kann ich auch mal erkennen. Rundenzeit ungültig, na Mensch. Ist mir noch nie passiert. Habe ich überhaupt schon eine gültige Rundenzeit? Das wäre eher so meine Frage. Aber Kollisionen passieren halt, ne? Gehört zum Renngeschehen. Muss man auch nicht immer sauer sein. Und es ist auch manchmal selbst nicht besser. Ach, cool. Hallo. Eine P2 ist eine geile Klasse, finde ich. Was dann so schwer in dieser Kurve macht, Gas zu geben? Schräg bei der KI nicht. Ja, es geht auch zur Zeit. Spielchen, mein Freund. Ich gewinne das Spielchen. Aber knapp, glaube ich, ne? Haben wir das aber überhaupt berührt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube sogar schon. Aber ja, ein bisschen Risiko eingehen, ne? Sein quasi fast oberen Platz auch verteidigen. Vor der Rouge kann man noch zu zweit reingehen, da gebe ich jetzt nicht auf. Jetzt wird wohl beim 15. Platz bleiben. Wenn nicht wieder irgendwie was Neues passiert. Eigentlich quasi wie jede Runde. Aber würde ich mal sagen, grundsätzlich würde ich, wäre ich auf jeden Fall so Top 5 oder Top 10. Also zwischen 5 und 10 meine ich. Das war meine auf jeden Fall. Alter Junge. This is the final lap of the race. Yeah. See if you can take that guy in front of you, otherwise just bring it back in one piece. Ich weiß, aber ich will auch 14er werden. Ich würde es gerade nicht neben mir. Nein. Ey, 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 ey! Mann, so ein Fick, Alter. Sorry, dass ich mal sagen musste, aber ist halt auch so. So. Mann, ey, 16er, so ein Mist. Naja. Sondern es war echt überhaupt nicht gut für mich gelaufen. Ach Mist, ey. Schade drum. Ist so viel mehr drin gewesen. Leider viel zu viel Kollision. Ich bin 14er geworden? 16er. Beste 247, ja, warum wohl? Noch hier im Rennen ist der beste gerade mal. War wieder der Fabio Ribeiro. Quasi Start-Ziel-Sieg. Der ist aber auch jetzt nur eine 2:33 gefahren. Also klappt 2 Sekunden langsamer als im Qualifying. Naja. War auch trotzdem schön. Ich würde es gerne hier. So, zurück zur Zentrale vielleicht. Aber trotzdem geil ist, man gab einige nette Duelle. Ich habe auch an einigen Stellen wirklich geil überholt, fand ich. An einigen wieder nicht so geil. Da muss man sich auch die selbst, Schuld selber zuschreiben. Nicht nur die KI, auch ich war in unseren Schuld. So ist ja nicht. Aber trotzdem schön. Denn danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Denn mit schönen Formel 1 Wagen. Oder Formula A. Ist ja nicht lizenziert. Und da würde ich sagen.
Ciao.